Das finde ich schon. Hoffentlich verbessern die das noch. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ja. Aber sehen Mobile Games immer schlecht aus? Weiß ich nicht. Also die meisten guten Mobile Games, die halt auch durch gutes Gameplay bestehen, die sehen halt grafisch auch nicht immer top aus. Keine Ahnung. Ja, das ist das Einzige, was ich kritisiere. Die Personenmodelle. Das ist das Einzige. Alles andere sieht grafisch top aus. Das sieht top aus grafisch. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ja, und an was hat dich Genshin erinnert? Richtig, an Breath of the Wild. Ne? Haben die nämlich auch 1:1 kopiert, die Chinesen. Ja, sehe ich genauso, Officer Lucifer. Aber wie gesagt, gerade so dieses Character Design, das ist so etwas, daran gewinnt man sich, Mann. Daran gewinnt man sich, da bin ich mir absolut sicher. Das ist halt was Neues, das ist halt ungewohnt, das kennt man von Pokémon so nicht. Und da wird man sich wahrscheinlich einfach auch mal dran gewöhnen, denke ich. So, Genshin Impact nicht sogar auf dem Handy gut aussehen. Also als Sammy das mal hier gezockt hatte auf dem Handy, sah das schon ziemlich cool aus. Grafisch. Ne, mir ging es um die FPS-Drops. Ah, okay. Ach, Fefe, ich würde vielleicht einfach mal die Ansprüche ein bisschen senken. Weil das, was sie heute geboten bekommen haben, das war schon für Pokémon-Verhältnisse richtig gut, Mann. Das war schon richtig gut. Das war nicht 10 von 10, aber das war schon so 8,5 von 10. Es ist schon ziemlich gut. Ich hab nicht mal Ansprüche. Ja, okay, aber wenn du dann halt selbst nach der heutigen Ankündigung keine Ansprüche hattest und dann trotzdem nicht zufrieden bist, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich hatte auch keine Ansprüche. Ich hatte keine Erwartungen, ich hatte keine Ansprüche, aber ich war positiv überrascht. Das war ziemlich gut. Ja, zum Gameplay kann man halt noch nichts sagen, ne? Da muss man abwarten. Ich habe auch die Befürchtung, dass zum Beispiel nur Pokémon bis Gen 4 dabei sind, mit ein paar Ausnahmen, wahrscheinlich wieder irgendwelche 0815 Legendaries. Aber einfach mal abwarten. Da kann man halt aktuell nichts zu sagen. Aber man kann halt zu der Grafik was sagen. Und grafisch ist das Spiel echt geil. Bis auf eine Ausnahme. Nein, die Gen 4 Remakes sind nicht von Game Freak. Das übernimmt ein anderes Studio. Yeah oder so hießen die, ne? Irgendwas mit 4 Buchstaben. Yeah. Aber guck mal, Moment. Halt, stopp. Jetzt übernimmt eine andere Firma, übernimmt das jetzt. Und die Leute beschweren sich wieder. Haben die Leute sich nicht damals sogar einfach gewünscht, dass Game Freak einfach mal mit anderen Firmen zusammenarbeitet und ein bisschen was macht? Und jetzt wird das auch wieder einem angerechnet? Ilka hieß nie, genau richtig, Ilka. Ah, ich bin verwirrt. Ja eben, das ist doch das Beste, was sie je gemacht haben. Sie geben halt die Arbeit jemandem weiter. Vielleicht haben die so ein Skript und gesagt, wir wollen das und das, wir das und das und dann könnt ihr das und das ins Spiel für uns einbauen. Dann bauen die das ein, Game Freak guckt da einmal im Monat supervisormäßig drüber und sagt, ah, okay, das gefällt uns, das habt ihr aber nicht so gut gemacht, macht das mal besser und die machen das. Und dann treffen sie sich in einem Monat wieder und dann... Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, aber...
müssen die denn irgendwas vorzuweisen haben? Vielleicht haben die ja technisch was drauf, aber ja, haben noch nie ihr eigenes Game entwickelt. Aber wenn, es gibt ja einfach auch diese Firmen, wenn du denen sagst, mach das und das für uns, machen sie dir das. Aber eigen, kreativ können sie nichts machen. Gibt's ja auch. Deswegen einfach mal abwarten, ne? Mal schauen. Man kann ja nur überrascht werden, wenn man nichts erwartet. Aber grafisch sehen die Spiele auf jeden Fall gelungen aus bisher. Ja! Wow! Bist du dir sicher, dass du das Pokémon... Moment! Bist du dir sicher, dass du kein Pokémon mitnehmen möchtest? Oh, muss ich da jetzt auf Nein oder Ja drücken? Oh, no! Oh, Moment. Ich will jetzt nichts Falsches drücken. Muss ich auf Nein drücken? Bist du dir sicher, dass du kein Pokémon mitnehmen möchtest? Ja, ich bin mir sicher. Nein, ich bin mir nicht sicher. B. Oh, okay, saved. Sorry, Leute, es ist schon spät. Shiny Sapuvulu, 110. Yeah, my boy. Yes. Jawoll. 6 von 8, meine Damen und Herren. 6 out of 8. 6 out of 8. Da ist es. Minus Angriff plus Spezialverteidigung. Aber okay. Tapu Bulu. Yeah, my boy. Und jetzt kann ich gleich etwas machen, worauf ich richtig Bock habe. Ich zeige euch nämlich meinen Living Dex. Ah. Sehr schön. Da hat's Klick gemacht. Ah, oh, endlich mal wieder ein Shiny bekommen aus den Abenteuern. Wurde aber auch mal Zeit. Ah, die haben, by the way, auch an Code Vein und Nier Automata mitgearbeitet. Ja, und das waren noch gute Spiele. Code Vein war doch das Ayaya Weep Dark Souls. Das war gut. Nicht schlecht. Ist ja immerhin etwas, was man vorweisen kann. Ah. Mein bald 23-jähriges Ich freut sich schon auf den Upload. Fuck you. So. Wir brauchen einen Namen für das Caputoro. Haben wir welche guten Namen? Für dieses wunderschöne Caputoro. Cap. Freiwillige vor. El Toro. Black Bull. Bulu Kapi. Black Bull. Haji. Bulul. Alter, Bulul ist ja nur nice. Videba Bulul. So, wir nennen das Bulul. Bulul finde ich prima. Bulul ist ein guter Name. Bulul. Bulul ist super. Drück B als Name. Ja, genau. Drück B wäre ein wunderbarer Name. Press B. Zeig mal her. Wie sieht Caputoro in Shiny aus? Im Fight. Das sieht doch richtig gut aus eigentlich. Also ich finde das von den... Capus, boah, das sieht doch eigentlich ganz nice aus. Ich finde das Design von dem Ding zwar nicht so geil, aber das Shiny sieht fresh aus. Heißt sogar im Japanischen Capu Bulul. Echt? Geil. Capu Bulul. Ja, nice. Vidiba Bulul, sag ich da nur. sehr cool. Hey, Azu Raven. Na, alles gut bei dir? Schwarzgeld geht immer fit. Haben wir da etwa einen heimlichen Dortmunder im Chat? Zwei in einem Tag schmeckt. Streng genommen sogar drei. Raikou, Bulu und ich habe in Go sogar noch ein Owei bekommen. Streng genommen drei. Also heute läuft's ganz gut. So, und da will ich einmal noch wissen, wie es aussieht, wenn das Ding mir hinterherläuft. Ja, immer noch Azur Raven, ja. Kann mich nicht beschweren. Ah, da ist es!
resetten, oder? Shiny ist da, meine Damen und Herren. Shiny Yorklap, meine Damen und Herren. Jawohl, it happened. 13 Runs hat's gedauert, bis wir unser erstes Random Shiny bekommen haben. Jawohl. Ich habe actually noch keinen Shiny Yorklap gehabt, also es kommt in mein Living Days rein. So, Tavion möchte dem Ding einen Namen geben. Erzähl, Tavion. Wuffy, alles klar. Wuffy ist das erste Shiny, meine Damen und Herren. Cool, Shiny Claws. Das heißt, ich habe ein Pokémon Plus gemacht. Freut mich, darf ich benutzen. Mit Glück hat das jetzt sogar eine gute Fähigkeit. Pick up. Wait, das war die schlechte Fähigkeit. Wait, es hat ein hartes Wesen. Was? LOL. LOL. Kriegst das Ding vom Evolator hier hinterher runter? Es gibt so etwas, das nennt sich Punkt Pokémon Files. Ach, an sich muss ich das jetzt ins Team nehmen, oder? An sich muss ich das jetzt schon ins Team nehmen. Was hast du mir auf Discord geschickt? Poi, poi, poi. Boruto, Mitsuki, Sarada, Dancing. Aber wisst ihr, was das bedeutet, Leute? Ich muss auf dem Ding dann EVs verteilen. Das heißt, wir werden heute für den Rest des Streams nur trainieren. Weil ich wollte nicht länger als 12 Uhr machen, weil ich muss morgen fit sein. Ja, aber dann ist das halt so. Dann kommt Wuffy jetzt ins Team. Und wir schmeißen Ramedon erstmal raus. Ja, wir schmeißen Ramedon erstmal raus, weil der hat ja mit am meisten EVs schon da. Wie waren die Shiny Odds in dem Game? 1 zu 8192. Das heißt, ich habe gerade einen Full Odds Shiny bekommen. Ich hab dir die SFW-Variante geschickt. Danke. War bestimmt eine Chain. Und let's go, gibst du Kette. Huhu. Hier nochmal zum Flexen, Leute, weil es so schön ist. Aber wie glücklich ich bin, Alter. Wie glücklich ich bin über das Ding. White Regi Happy. Ah, wir haben die DVs noch gar nicht abgecheckt. Vielleicht hat das ja auch gute DVs. Ja, 13 Runs hat gedauert, bis wir das hatten. Okay, Leute. Gucken wir mal auf die DVs. Oh, für einen Random Shiny ist das nicht schlecht. 30 KP, 27 Attack, 22 Def,
Dreisbedev ist halt meh, aber hey, Junge, für einen random Shiny ist das voll gut, was die DVs angeht.